Hallihallo und herzlich willkommen zu einer brandaktuellen Elevator-Vlog-Folge. Mein Name ist Alex, neben mir steht der gern gesehene Gast bei uns, Steve. Hallo. Hallo Steve. Ich freue mich wieder hier zu sein. Sehr schön. Heute im Gepäck, der MIDI Fighter 3D. Ja, ich dachte mir mal was anderes halt, weil MIDI-Controller gibt es wie Sand am Meer. Ja, das ist richtig. Und jeder sagt, unserer ist anders, aber der MIDI Fighter ist tatsächlich etwas anders halt. Und wir haben eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Du hast gesagt, ja, das kennen viele nur so als Traktor-Controller. Und da es auch nicht viel an Videos gibt, ich glaube in Deutsch fast gibt's gar nichts. Gibt es sehr wenig. Ne? Und deshalb sind wir umso froher, dass du dann den Weg nach Münster gefunden hast. Genau. Denn wie gesagt, MIDI Fighter, also ich assoziiere das irgendwo mit einem Traktor-Controller, Trigger-Buttons, die hochsensitiv sind, also für Trigger-Action einladen, irgendwas mit Joystick-Ambitionen auch aufweisen und haben. Viele Ranken und Mythen, die sich um den MIDI Fighter ranken, genau. So in der Reihenfolge. Da wollen wir mal ein bisschen in die Mythenwelt abtauchen, ja, ja, sehr und ein schön. Wenig Licht ins Dunkel bringen, ja. Was natürlich eine gute Überleitung ist zum MIDI Fighter, weil da passiert einiges, wenn man drauf drückt. Da blinkt es nämlich schön. Was ist der MIDI Fighter? Ja. Es ist erstmal ein MIDI-Controller und als Clou hat der sogenannte Arcade-Buttons drauf. Also ich denke mal, wir sind so ungefähr das gleiche Alter. Das heißt, in unserer Jugend hat man mit einem Joystick gespielt, wo genau diese Buttons drauf waren. Und die Joysticks funktionieren heute immer noch. Deswegen, die sind unkaputtbar, die Buttons. Leute, die fit sind mit Fingerdrumming, ich bin jetzt nicht die Koryphäe beim Fingerdrumming, sodass ich jetzt nicht die super beeindruckende Performance hier hinlege. Aber Leute, die Fingerdrumming machen, die werden das sehr zu schätzen wissen. Weil man kann hier altcoole Rolls und Fills mitmachen. Mhm. Also zunächst mal ist es einfach ein MIDI-Controller, der hier, wenn ich auf den Knopf drücke, halt ein Node-On, Node-Off befehlt und ein Control-Change sendet. Das wäre es ganz grob. Nochmal so für alle Tech-Heads, was passiert ist, dass ich hier auf jedem Button halt einen bestimmten Notenwert habe. Das geht chromatisch der Reihe nach hoch. Und hier oben habe ich vier Bänke. Das heißt, wenn ich hier umschalte, habe ich eine zweite Bank. Dann kommen die nächsten Noten dran, hier wieder die nächsten und hier wieder die nächsten. Das heißt, ich habe vier Bänke mit jeweils insgesamt 16 Noten, die damit gesendet werden. In dem Fall steuere ich jetzt hier einfach ein Drumrack in Ableton an. Das wäre so die einfachste Lösung halt. Jetzt sieht man, hier sind so kleine Ringe um die jeweiligen Buttons rum. Das kann ich mir alles frei konfigurieren. Das heißt, wenn ich hier drauf haue, leuchtet das. Das wäre vielleicht die Überleitung zum MIDI Fighter Utility. Das ist die Software, die ihr euch auf den Rechner haut und da kann man den MIDI Fighter mit konfigurieren. Das ist relativ einfach und übersichtlich, wie man hier sieht. Und hier kann ich die Art und Weise, wie der MIDI Fighter arbeitet, einstellen. Das heißt, hier in dieser Firmware kann ich auswählen Traktor oder Ableton. Das ist ganz wichtig, weil Traktor und Ableton ein bisschen anders arbeiten in dem, was die gerne als Input hätten. Weil Ableton für manche Dinge gerne halt einen Node-Befehl und einen Control-Change gleichzeitig hat. Damit kann man was sehr Abgefahrenes machen, was ich auch nachher noch zeige. Und hier könnte man ebenfalls noch eine andere Firmware laden für die Traktor Remix Decks. Das ist auch eine heiße Geschichte. Die gucken wir uns aber in Teil 2, würde ich sagen, nochmal an. So, hier stelle ich es auf Ableton. Jetzt könnte ich hier auch Farben auf meine Kränze und auf meine Buttons legen. Das mache ich ganz einfach, indem ich hier was anwähle, eine Farbe. Und ich könnte dann hier sagen, pass mal auf, mach mir die Ringe mal gelb. Und hier unten, die machst du mir grün. Und wenn ich oben auf den Button drücke, dann machst du mir die rot. So, wenn ich hier eine Konfiguration gemacht habe, dann sage ich Send to MIDI Fighter. Dann beamt er das einmal hier rüber. Und du siehst, was ist passiert. Ich habe genau die Farbeinstellungen, wie ich die hier in meinem Utility gemacht habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf haue, ändert sich die Farbe entsprechend, wie ich das hier eingestellt habe. Das heißt, hier kann ich mir meine eigenen Sets zusammenbasteln. Ich würde sagen, ich schmeiße das gerade noch mal eben raus und wir schauen uns das nachher noch mal in Action an. Schwarz wie die Seele. Genau. So, na. Dann machen wir es, geht schneller. Machen wir die nochmal blau hier.
diese Settings kann ich dann auch abspeichern. Und es gibt auch jede Menge fertige Mappings auf der Seite von DJ Tech Tools, vom Hersteller. Da haben sich immer schon viele Leute Gedanken und die Mühe gemacht. Das heißt, jetzt mache ich hier nochmal quasi ein Reset. So, dann kann ich mein Utility zumachen. Und wir wechseln mal zu Ableton, was schon im Hintergrund läuft. Und in Ableton habe ich hier eine Spur ausgewählt, wo ein Drumkit drauf liegt, was ich jetzt hier entsprechend ansteuern kann. Das wäre halt eine Möglichkeit, was ich damit machen kann. Was ich persönlich sehr cool finde, ist, dass diese Arcade-Buttons, die sind natürlich nicht dynamisch. Das heißt, so ein Button weiß nur ein aus. Wie der Rheinländer sagt, es ist immer volle Kanone. Ist also immer ein fixer Velocity-Wert. Den kann ich im Utility einstellen. Aber das finde ich persönlich halt gar nicht so schlecht. Und Leute, die Fingerdrumming machen, mögen das auch. Das heißt, eine Anschlagdynamik gibt es in dem Fall nicht. So, wenn wir jetzt hier ein Beat gezaubert haben. Das heißt, ich könnte jetzt in Ableton hier aufzeichnen, ganz normal mein Beat hier entsprechend einspielen. So, da habe ich jetzt hier mal so einen einfachen Beat vorbereitet. Aber spannender wird es jetzt, wenn wir was anderes ansteuern, weil wir haben eine Sache natürlich noch verschwiegen. Es gibt nicht nur das, was wir hier sehen, sondern an der Seite gibt es auch noch mal was. Hier gibt es drei Buttons, die ich belegen kann. Hier gibt es auch nochmal drei Buttons, wo ich beliebige Funktionen drauflegen kann. Ja, die übersieht man auch wirklich gerne. Also als ich das Produkt mir angeschaut habe, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Aber wir sind ja noch gar nicht auf das 3D eingegangen. Ja, richtig. Warum 3D? 3D. Jetzt schauen wir mal, wenn ich Folgendes mache, seht ihr, fängt es da an zu leuchten. Das heißt, der MIDI-Fighter erkennt den Neigungswinkel in jede Richtung. Das heißt, hier drin befindet sich ein extrem hochauflösender Bewegungssensor, der jede Richtung erkennt. So, wenn wir jetzt mal einen etwas spannenderen Sound nehmen, den ich hier trigger. Ich gehe einfach mal hier auf eine zweite Spur. Da liegt ein Bass drauf. Klingt jetzt erstmal recht wüst. Aber jetzt lege ich mir zum Beispiel mal eine Seite auf den LFO. Dazu gehe ich bei meinem Ableton hier auf mein MIDI-Mapping. Und sag, pass mal auf, das möchte ich fernsteuern und bewegt den MIDI-Fighter nur in die Richtung. Dann siehst du hier, der ist zugewiesen. Jetzt möchte ich vielleicht noch den Filter haben und vielleicht den noch. Gucken, was der macht. Oder den in die andere Richtung. Was jetzt sehr cool ist, ist natürlich, dass ich bei Ableton auch Mehrfachbelegungen machen kann. Das heißt, jetzt übertreiben wir es mal ein bisschen. Ich habe es nicht geprobt, deswegen gucken wir mal, was da rauskommt. Ist alles mal live. Ne? Jetzt ist alles live. Auch dazu sagen. Jetzt haben wir hier gemappt wie die Weltmeister und gucken mal, was wir jetzt mit unserer Bassline anstellen können. Dazu machen wir mal den Beat ein Ticken lauter. Wie extrem präzise der anspricht. Ja. Und das finde ich gerade bei so Geschichten, finde ich das sehr, sehr spannend. Funktioniert natürlich auch mit anderen Sounds. Ich mag das sehr gerne für so Geschichten hier. Ich mache ja auch manchmal ein bisschen was anderes und bin so ein bisschen ambient und elektronikmäßig unterwegs. Nehmen wir mal einen spacigen Sound. Das ist ein spaciger Sound. Aber da passiert jetzt auch noch nicht so viel. Und jetzt gucken wir mal wieder, was wir da mit dem MIDI-Fighter anstellen können. Das heißt, ich gehe hier wieder auf mein MIDI-Mapping und guck mal, was hier so drauf liegt. Nehmen wir mal den und vielleicht nochmal den. Und hier unten klingt auch vielversprechend. Mappen uns hier mal wieder den Wolf und gucken mal, was jetzt passiert. Du siehst, wie extrem smooth die sich bewegen.
Das Spannende dabei ist auch, du hast ja wirklich vier Richtungen, die du vorgeben kannst, plus du kannst sie doppelt bewegen. Das muss man erstmal mit den Fingern hinbekommen. Absolut. Wenn du das auf Encoder anlegen würdest, hättest du vier Encoder, die müsstest du erstmal irgendwie alle vier drehen können. Das geht einfach nicht. Es sei denn, nein. Ich finde es ein abgefahrener Weg zu performen. Das ist dann wie ein Keyboard, was in Halbtonschritten hochgeht. Hier kann ich dann, es ist jetzt nicht die Oktavlage, weil wir 16 Noten haben, aber wir gehen dann hier halt immer in 16er Schritten höher. Das heißt, hier haben wir jetzt das gleiche nochmal in der hohen Tonlage. Hier kann ich dann wieder tiefer spielen. Wenn wir hier die Auflösung sehen, wenn wir das einmal miteinander vergleichen, da sieht man wirklich, ja, du siehst, wie ganz extrem, feine Bewegung. Ja. Wie extrem sauber das auflöst. Also das ist meiner Meinung nach ein spannender Weg für eine Live-Performance, um es interessanter zu machen. Ich denke heutzutage, man muss sich immer was einfallen lassen. Und das ist was, wo mir auch so auf die Schnelle nichts Vergleichbares einfällt. Ja, ein Gimmick würde ich gerne noch zeigen, wenn wir noch Zeit haben. Ja, natürlich. Hau einen raus. So, da gucken wir mal. Das darf man nämlich auch nicht verschweigen. Ich sehe es auch sehr, sehr spannend in der Beatproduktion, also auch generell. Also ja. Was die Effektsteuerung anbelangt, was Synthese anbelangt, wenn man sich da seinen Synthesizer, so wie du das hast, damit mappt. Wir können damit wie in XY-Pads, nur mit noch mehr Spielspaß, würde ich sagen. Und es sieht einfach noch besser aus. Auf jeden Fall. jetzt schauen wir mal hier, haben wir was vorbereitet. Und zwar hatte ich das eben erklärt, dass es in dem MIDI Fighter Utility zwei verschiedene Modi gibt. Einmal den Traktor und einmal den Ableton-Modi. Und wenn ich es hier auf Ableton umgeschaltet habe, dann habe ich bei Ableton eine Funktion, die es auch so nicht so einfach mit anderen Controllern gibt. Und zwar gibt es ein Momentary Switch. Das heißt, dass ich wirklich nur einen Effekt einschalte in dem Moment, wo ich drauf drücke. Das heißt, wenn ich hier dann über MIDI Learn gehe und den, ja, habt ihr jetzt schon belegt, einfach hier den Effekt Ein- und Aus-Switch nehme, kann ich die kurz triggern. Das heißt, in dem Fall, du siehst hier, ich drücke drauf und dann gehen die Effekte hier an. Hat dann eine ganze Effektkette durch. Ja, aber einfach nur so lange, wie ich drauf drücke und das extrem schnell. Und da habe ich mir mal ein paar Sachen gemappt. Ich habe jetzt hier eine Drumloop draufgelegt. Auch nochmal so eine Anregung. Ich kann natürlich die Drumloop auch über ein MIDI Learn triggern. Ich habe hier auf der zweiten Bank meine Clips. Und jetzt zum Beispiel käme auch wieder mein Utility ins Spiel. Jetzt würde ich zum Beispiel hier sagen, auf der zweiten Bank, da ist mein Clip. Mach mir den mal grün, da liegt einer und da liegt einer. Und auf der ersten Bank habe ich meine Effekte. Und die Effekte mache ich mir hier mal lila, damit ich sehe, was passiert. Und sage wieder Send to MIDI Fighter. Und du siehst, jetzt habe ich hier visuelles Feedback. Bin auf Bank 2, habe hier einfach mal zwei Drumloops draufgelegt. So, jetzt gehen wir auf Bank 1. Und ja, ich würde sagen, jetzt haben wir ein bisschen Spaß. Du siehst, dass ich jetzt hier einfach ganz schnell Effekte triggern kann. Das kann ich nicht so schnell mit einem anderen Controller realisieren. Das macht wahnsinnig Spaß. Das ist übrigens genau die Art und Weise, wie ich den MIDI Fighter gerne live einsetze. Vielleicht, wenn wir einmal dabei sind, noch einen kleinen Trick. Ich kann das natürlich genauso auf den Effekt-Send legen. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, kann ich temporär einen Effekt-Send aufmachen. Und jetzt habe ich mir hier noch einen kleinen Trick gebastelt. Ich habe das Delay nochmal zurückgeroutet auf das Delay. Dadurch kann ich hier so eine Feedback-Schleife machen. Solange ich es gedrückt halte, koppelt er zurück. Ich kann einfach im richtigen Moment wieder loslassen. Und ist komplett durch den Fleischwolf drehen. Richtig schön zerhackseln. Ja. Ja, auf jeden Fall unglaublich spannendes Werkzeug jetzt für Ableton. Du könntest natürlich jetzt auch noch weitergehen. Jetzt hast du ja die ganzen Effektgeräte, die du damit antriggerst und ansteuerst. Jetzt hättest du ja noch die Möglichkeit, XY damit oder weitere Parameter damit anzutriggern. Genau. Das geht ja auch noch. Absolut.
Wahnsinn. Ja, das Wahnsinn. Haben wir ja eben mit dem Bass gesehen oder genau. mit dem Ambient Sound. Das kann ich jetzt zusätzlich auch nochmal drauflegen und dann ist es eigentlich eine ganz neue Art und Weise so der Performance. Unglaublich kreatives Effektwerkzeug, wenn man so will. Aber das ist ja nicht nur für Ableton gedacht. Nein. Gibt es ja auch noch. Ja, wo ich eigentlich von die ganze Zeit am Anfang von ausgegangen bin, Traktor. Ja, klar. Stimmt. Also es funktioniert, es ist einfach nur MIDI. MIDI gibt es ja schon eine Weile. Das heißt, ich kann es genauso für Traktor nehmen. Ich kann es für Serato nehmen. Wie gesagt, es gibt eine sehr umtriebige Fangemeinde vom MIDI-Fighter, die Tag und Nacht rummappen. Ja. Und wenn ihr mal auf die Seite schaut, ist glaube ich djtechtools.com/maps. Da gibt es einen wahren Wettbewerb an Mappings und da findet ihr alles an vorgefertigten Ableton Mappings, obwohl ich sagen muss, bei Ableton würde ich es doch selber machen. Ihr habt gesehen, jetzt, wie schnell es geht. Wie ruckzuck das ging, ja. Das macht einfach Spaß. Bei Traktor, muss ich sagen, macht mir das Mapping nicht so Spaß. Da greife ich dann gerne halt auch auf andere Mappings zurück. Apropos Traktor, ich würde sagen, zeigen wir gleich nochmal in einem separaten Video. Da gibt es jetzt aktuell ein Mapping für die Remix-Decks. Das ist eigentlich ein Kracher, weil wenn man eh schon mit dem Gedanken spielt, halt, sich vielleicht einen MIDI-Fighter zuzulegen für Ableton und dann auch mit Traktor arbeitet, hat man quasi einige Kontrollmöglichkeiten von dem Native F1. Halt, klar, ich habe nicht die Haptik von den Drehreglern oder den Fadern, aber ich kann halt genauso hier mit meinem Bewegungssensor wieder arbeiten. Das heißt, ich kann im Prinzip mit jeder Software da was Spannendes mit anstellen, aber ich sehe es als wirklich als innovatives Performance-Tool und denke, wenn man damit so im Club aufschlägt und Crowd-Diving macht, vorausgesetzt, dein USB-Kabel ist lang genug. Und die Leute fangen nicht auch auf. Das ist genau. Dann kann man damit eine Menge Spaß haben. Also ich habe ihn schon häufiger mitgehabt. Ja, sieht doch ein bisschen abgerockt aus. Ne? Ja, ich habe ihn schon ganz gut gerockt. Er funktioniert immer noch und muss sagen, dass er wirklich für sehr viel Aufsehen erregt. Ja. Schön. Steve, ja, im nächsten Video zeigen wir uns jetzt das Ganze im Zusammenspiel mit Traktoren, wie das funktioniert. An dieser Stelle verabschieden wir uns erstmal. Herzlichen Dank. Bis gleich. Genau, wie auch wir immer. Sehen uns. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal.